Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, worin liegt die eigentliche Bedeutung der Europäischen Linken? Der eigentliche Sinn, so einfach das klingt, der Europäischen Linken ist ihre Existenz, liebe Genossinnen und Genossen, ihre Existenz. Und ich denke, dass die Aufgabe, die aufgrund der Krise des kapitalistischen Systems, aber auch vor allen Dingen der Bewältigung der Finanzkrise vor uns liege, bei weitem größer ist als unser realer Einfluss als Europäische Linke. Unser Einfluss ist in den Ländern, die wir hier repräsentieren, unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche starke linke Kräfte in Europa. Deshalb dürfen wir auch die Europäische Linke als Partei nicht überfordern. Deshalb bin ich ganz nüchtern und wiederhole, der eigentliche Sinn der Europäischen Linken ist ihre Existenz. Wenn das aber so ist, haben wir alle den größten Augenmerk darauf zu legen, dass diese Existenz auch erhalten bleibt und durch niemand von uns selber beschädigt wird, liebe Genossen. Welche Aufgaben sind zu bewältigen? Und was kann sozusagen ein Konsens innerhalb der Europäischen Linken sein, auf was müssen wir uns konzentrieren? Ein wesentlicher Punkt, auf den wir uns konzentrieren müssen, ist die Frage, dass wir Übereinstimmung erzielen müssen an ein, zwei oder drei Punkten, die im Ergebnis dazu führen, dass die Lasten dieser Krise nicht auf die Bürgerinnen und Bürger Europas abgewälzt werden. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir alles tun und alles dazu beitragen, mit unseren Mitgliedsparteien, aber auch als Europäische Linke insgesamt, dass wir in Europa ein Hort der Stabilität, ein Hort des Friedens sind und als Hort des Friedens agieren, liebe Genossinnen und Genossen. Der zweite ganz wichtige Punkt und der dritte wichtige Punkt, den ich sehe, ist, dass wir Übereinstimmung darüber haben und auch so agieren, dass wir nationalistische und faschistische Bestrebungen in Europa überall verhindern, liebe Genossen. Das ist der dritte wichtige Punkt, den wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Was bedeutet das, wenn ich den ersten Punkt betrachte, die Bewältigung der Krise? Was bedeutet das faktisch für Kernpunkte, denen wir uns zuwenden müssen? Und wo wir aus meiner Sicht überall auch gleich in Europa als einzelne Mitgliedsparteien agieren können. Da ist die entscheidende Frage die Verteilung. Wer erwirtschaftet den wirtschaftlichen Reichtum und wer bekommt den wirtschaftlichen Reichtum? Das ist eine der zentralen Fragen, liebe Genossinnen und Genossen, denen sich eine Europäische Linke und denen wir uns als Linke in Europa insgesamt stellen müssen. Die zweite wesentliche Frage ist, wie gestalten wir die Sozialsysteme? Wie organisieren wir ganz praktische Dinge, die dazu führen, dass die Menschen uns zustimmen in unseren Positionen? Das ist die Frage der Versorgung der Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie keine Arbeit haben. Das ist die Frage, wie gestalten wir unsere Rentensysteme. Das ist die Frage, wie gestalten wir unsere Gesundheitssysteme in Europa. Ganz praktische Fragen. Die Menschen in Europa beurteilen eine Linke nicht an der Frage, was sie in 100 Jahren erreichen wollen, sondern welche Vorschläge sie haben zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen. Darum müssen wir uns kümmern, liebe Genossinnen und Genossen. Der zweite Punkt, der dann ansteht, ist die Frage, wer finanziert diesen Sozialstaat? Wir erleben in Europa den Fakt, dass die überbordeten, die überbordeten Staatshaushalte, die Staatsdefizite, nichts damit zu tun haben, dass die Menschen über ihre Verhältnisse gelebt hätten, sondern ausschließlich damit zu tun haben, dass die Staaten die Risiken eines Finanzsektors übernehmen mussten. Und wenn wir so ist, ist eine zentrale Frage, wie organisieren wir den Finanzsektor weltweit, aber auch in Europa neu, liebe Genossinnen und Genossen. Und da gibt es Vorschläge, die finde ich gut, über die sollten wir reden. Einer dieser Vorschläge ist natürlich, dass die, die die Krise verursacht haben, selbst auch zur Finanzierung der Krise herangezogen werden. Wir brauchen eine Bankenabgabe. Die Banken müssen zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Eine ganz wichtige Position. Und die zweite wichtige Position ist, dass die Staaten, die in Schwierigkeiten geraten sind, auch durch diese Finanzkrise, dass diese Staaten natürlich die Möglichkeit bekommen, direkt Kredite aufzunehmen bei der Europäischen Zentralbank.
und dass sie nicht sich selbst verschulden müssen bei den Banken zu 10%, während sich die Banken für 1% bei der Europäischen Zentralbank das Geld holen. Das ist doch Unfug, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann sage ich auch, einen dritten Punkt müssen wir diskutieren. Wie halten wir es damit, dass wir direkte Eurobonds auflegen? Also eigene Kreditaufnahme der Europäer, dass einzelne Länder nicht die hohen Zinsen an die Finanzmärkte zahlen müssen. Das sind Punkte, liebe Genossinnen und Genossen, auf die wir uns konzentrieren sollten und wo wir gemeinsam mit allen Ländern möglicherweise gleich agieren sollten, um tatsächlich ein Stück weit Bedeutung als europäische Linke zu erlangen. Der dritte Punkt, der von Bedeutung ist und der ebenfalls mit den Veränderungen durch die Krise in Europa zu tun hat, ist die Frage der Demokratie. Wir erleben in ganz Europa einen Abbau von Demokratie. Diese Frage der Demokratie ist für uns auch deshalb eine zentrale, weil wir als Linke dafür eintreten müssen, dass wir nicht immer als Linke die Schlaueren sind. Aber wir müssen die Möglichkeit schaffen und organisieren, dass die Menschen in Europa selber mitentscheiden können über ihr Schicksal. Deshalb brauchen wir mehr direkte Demokratie, direkte Abstimmungen der Bürger über sie zentral berührende Fragen. Danke für die Aufmerksamkeit.